So. Ich habe jetzt mal Dieser Artikel zählt die geantwortet. Sprachrechtsbereiche auf, in denen die EU tätig werden darf, weil sie eine grenzüberschreitende Dimension haben. Bei Sanktionen liegt das ja durchaus auf der Hand. Sobald die EU über den EU-Vertrag die Kompetenz für eine einheitliche Regelung erhalten hat, kann die Kommission in einem zweiten Also, da geht es jetzt um die Sanktionen. Also ich kann das Wort ja bald nicht mehr hören, denn, ja, keine Ahnung, das beeinflusst ja irgendwie alle. Ich habe einen Kommentar geschrieben, ich versuche gerade mal. Die Eingriffe loszuwerden, die irgendwie hier in meinem Netzwerk passieren. Und ja, deswegen bin ich ein bisschen gestresst, weil ich muss das immer doppelt und dreimal laden. Und das ist etwas, was nervt, denn ja. Ich muss jetzt nochmal gucken hier, was dort. Bis dann irgendwie die Leitung wieder frei ist und so weit zu diesen Hackergeschichten und Übergriffe. Also sie schmeißen einen ja schon mittlerweile aus dem Netz und brettern einen hier einen rein und das ist ja nun mal nicht ganz so okay. Weil ich meine Rechnung ja bezahlt habe. Ne? Dann fragt man sich immer, wo da der Versicherungsschutz eigentlich ist, wenn man Rechnung zahlt. Ja. So, dann gucken wir mal. Ich muss mal irgendwie schauen, dass ich jetzt euch den Kommentar mal anzeigen kann. Da ist er. Also ich schreibe tatsächlich und ja, ist ja nicht so, dass ich mich nicht einsetze sozusagen für die Belange, die dann so passiert sind. Also ihr könnt das gerne nachlesen, weil bei anderen ist das Internet ja scheinbar frei, bei anderen eben halt gerade eingeschränkt, so wie bei mir. Aber ich habe ja, wie gesagt, auch einen Beschluss gekriegt bis nächstes Jahr und deswegen habe ich da eigentlich wenig Lust zu. Ich habe Beschwerde eingereicht bei der Verfahrenspflege. Die Verfahrenspflege müsste Beschwerde eingereicht haben mittlerweile im Amtsgericht. Deswegen und ja, muss man halt mal schauen, wie das weitergeht irgendwie und warum sie nur eine Gruppe oder mehrere Gruppen jetzt im Grunde genommen sanktionieren, die eigentlich mit sowas gar nichts zu tun hatten, fand ich sehr fragwürdig. Aber wahrscheinlich liegt das dann ja auch an den Vermögensverwaltern von den Geldern, die dann irgendwie auftauchen oder nicht auftauchen, wie auch immer. Und woanders wieder gut geschrieben werden sollen oder so. Oder negativ bezinst. Wie in unserem Fall hier, ne? Gut, ja. Ich lasse mich nicht so gerne für Beleidigungen bezahlen. Und deswegen schreibt mal bitte woanders hin. Wenn ihr meint, mich als Frau diskriminieren zu müssen, nur weil ihr irgendein egomanisches Problem in euren eigenen Revieren habt, wegen Weiterleitung von meinen Daten an Drittunternehmen. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei euren...